Moin! Heute haben wir wieder hier ein kleines Stellwerk, und zwar das Stellwerk Sechtem. Und zwar, das sind meine Bonuspunkte, die man kriegt dafür, weil ich weiß nicht, wie das funktioniert, noch nicht so richtig. Kostet 16,99, etwas größer als das andere von gestern, oder vom letzten Mal. Stellwerk Sechtem ist geeignet sowohl für Anfänger als auch für Profis. Ne? Hier gibt es Stellwerktisch. Daten zum Stellwerk, 8 Weichen, 31 Signale, 44 Gleisabschnitte, 23,5 Kilometer Gesamtlänge, 40 Fahrstraßen, 240 Tischplatten, 132 Tasten, 4 Bahnübergänge, wovon alle Vollschranken sind. Kann verknüpft werden mit Stellwerk Brühl und Reusdorf. Reusdorf haben wir schon gesehen. Brühl werde ich als nächstes zeigen wahrscheinlich. Mal gucken. Oder erstmal einen anderen Bahnhof erstmal. Ja, das Stellwerk Sechtem ist ein Teil von Rheingold und sowas sowieso. Das haben wir jetzt auch noch schon gelesen hier. Das kennt ihr ja schon alles hier. Teil B, Stellwerke zur Fachabteilung und sowas. Wir bieten zur freie stufenlose Vergrößerung und so. Ist alles identisch. Und es wäre ein kleiner Bahnhof. Wir springen mal da kurz rein. So, ich habe auch schon geupdatet. Ich habe schon registriert. Komischerweise war die Version hier Streckenverknüpfung schon frei, aber es war noch nicht registriert und konnte auch keine Updates laden. Und daher weiß ich nicht, ob das auch so geht ohne registrieren. Aber ich habe es mal registriert, dass man immer die neueste Version hat. Ja, wir starten um 4 Uhr wieder. Das ist die Standardzeit bei mir am Anfang. Klack. Gleissperrung können ein bisschen mehr sein. Weichen schmieren kann ein bisschen mehr sein. Längere Bahnaufstrecke. Unregelmäßigkeiten, Defekte. Ah, wir sind auf Bahnsteig, können wir es mehr machen hier, Sonderzüge, Chance auf schlechtes Wetter, Verspätungen, nein, nicht jeder Zug soll verspätet sein, bis zu 60 Minuten. Und dann wollen wir mal, warte mal, vielleicht machen wir ein bisschen höher hier, Gleissperrung, längere Bahnsteigaufenthalt kann ein bisschen höher sein noch hier. Okay, dann starten wir mal die wunderschöne Spiel. Ihr werdet gleich schon sehen, dass da ein bisschen mehr zu tun ist als eben. Ich habe es noch nie gestartet. Das erste Mal, dass ich jetzt spiele. So, 3:58 ist klar. Gleich geht die Sonne wieder auf. Zwei Verspätungen haben wir. Sehr gut. Wo ist hier meine Zuginfo? Zugübersicht. Da ist sie. Plus 39 Minuten. Wow. Das ist auch wieder ein kleiner, wie ihr seht. Da brauche ich auch nicht viel gucken. So, die 203, die ist verspätet. Um 4 Uhr soll sie da sein. Die soll auf Gleis 2 einfahren. Ich habe erstmal hier Selbstbetrieb aus. Wo ist hier die Gruppentasten? Da. Ja, hier Sechtem. Ich wiederhole, zuckt um 0. Okay. Hier fand ich es leider Reusdorf. Zug 40, 203. Reusdorf um 0. Okay, um 0. Danke. Das war gerade die Verspätungsankündigung. Selbstbetrieb Ausschalttaste. Selbstbetrieb Ausschalttaste. Das war den, wo ich haben, nicht den anderen. Selbstbetrieb Ausschalttaste. Selbstbetrieb Ausschalttaste. Selbstbetrieb Ausschalttaste. Dann machen wir den da auch nochmal. Ne? Dum -dum. Und den machen wir auch nochmal vorsichtshalber. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das funktioniert, dass wir auf Gleis 2 einfahren. Die 40203. Wird da nicht angezeigt, aber er fährt auf Gleis 2 ein. Das heißt, wir können hier schon mal auf Gleis 2 stellen. Und dann soll er wahrscheinlich gleich rausfahren hier. So, der nächste kommt, 4:01 Uhr. Müsste gleich dahinter kommen. Auch aus Reusdorf. Reusdorf haben wir ja vorhin gesehen. Das kleine Stellwerk. Hier sind alles Bahnübergänge direkt im Bahnhof. Oh. Wenn dein Bahnübergang ausfällt, genau wie hier und hier. So, die 40203 kommt an. Der hat schon grün hier. Wie viele Bahnübergänge haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Aber das ist hier ein ziemlich langer Bahnübergang.
Ja. Mal gucken, ob er ein bisschen aufregender ist als Reusdorf. Da haben wir ja schon ein bisschen mehr Möglichkeiten, hat ja auf Gleis 6, 3 zu fahren. Also so viel große Unterschiede gibt es auch nicht hier. Und mal sehen, wie der Zugverkehr hier ist. So, die 42203 fährt rein, der andere fährt hinterher, die mit 0, Reusdorf Sechdem. Die will auch nach KKE fahren. Ja, so viel braucht man hier nicht beachten, wie man sieht wieder. Aber zumindest ein bisschen größer, kostet auch 1 oder 2 Euro mehr. Ne? Wir haben 14,99, 16,99, 2 Euro mehr kostet das Spiel als das andere. Haben auch ein bisschen mehr zu tun. Der nächste Bahnhof, der hier hinterkommt, der kostet 17,99. Noch 1 Euro mehr, also ein bisschen mehr zu tun. Den werde ich mir auch noch holen irgendwann. Aber erstmal machen wir hier Sechtem, dass ich den Bahnhof auch habe. Hier gab es ein bisschen Probleme. Verfügbare Updates, hier stand denn hier Lizenzschlüssel eingeben, bloß den hatte ich nicht gehabt und beim Installieren ist er gleich ja gesprungen hier, dass er angeblich hier online spielen kann und wurde nicht abgefragt. Fahrplan einsehen, der geht auch auf Gleis 2 hin, sehr gut. Dann kommt gleich hier der Tag mit 42036 auf Minute 8 soll er da sein. Also in 4 Minuten wird er auf den Bildschirm kommen. Ja, ich hoffe, euch gefällt das hier, dass ich euch auch mal die kleineren zeige. Vor allem, da es direkt nebenan ist. Jetzt haben wir Bonn Hauptbahnhof gesehen, dann haben wir Bonn Bad Godesberg gesehen, das war dann auf der rechten Seite. Jetzt gehen wir auf der linken Seite ein bisschen weiter hier. Und zwar haben wir dann hier Reusdorf gesehen und jetzt sehen wir hier Sechtem. Und Reusdorf ist hier irgendwo. Bloß hier sehe ich da nicht die Reusdorfer. So, jetzt kommt der da an, der soll auf Gleis 2 hin. Können wir schon mal auf grün schalten. Dann können wir gleich weiterschalten. Wieso schiebe ich ja nicht hin und her? Da kommt doch nichts mehr. Dann kommt der 36er gleich an. Der fährt auch durch 2 durch wahrscheinlich. Ja. Ah, das ist hier leicht verdientes Geld. Nun gib Gas da. 24, da kommt mir der 36er hinterher. Er ist noch pünktlich. 4:08 Uhr soll er auch da sein. Jetzt haben wir 4:05 Uhr, 4:06 Uhr, da hat er schon darüber, sehr gut. Dann können wir hier schon mal weiterschalten auf Gleis 2 weiter nach, was kann man nach? Brühl. Und hier ist Reusdorf. Und Brühl wird auch ein bisschen größer sein, wie gesagt, 1 Euro mehr kostet das. 17,99, das kostet 16,99 hier, dieser etwas größere Bahnhof. Und umso mehr ich euch zeigen kann, verschiedene Sachen, umso besser ist es auch für euch bestimmt. Ein bisschen interessanter ist, dass ihr ungefähr seht, wie die Bahnhöfe aufgebaut sind, die Stellwerke. Einer hat von euch schon gefragt hier, ob ich Mathilde habe. Die habe ich leider nicht. Noch nicht. Aber irgendwann hole ich mir das auch. Kostet aber 60 Euro der Bahnhof, also ein größerer. Aber wenn man jetzt mal hier online spielt, wenn man ein paar kleine hat, der andere hat einen etwas größeren, oder nach hier Reusdorf zum Beispiel hat einer, dann kann man mit dem verbinden. Der eine wird natürlich Langeweile haben, weil man nur auf Gleis 2 und 1 setzt. Aber so habe ich dann schon mal hier die Bahnhöfe fast komplett in Rheintal.
Da fehlen noch, die Hälfte habe ich jetzt, glaube ich, 4 Stück habe ich jetzt. Und wie viel sind das noch? Ne, 5 habe ich jetzt, ne? 5 oder 4? Ne, 4 habe ich. Da fehlen, glaube ich, noch 6 Stück oder 5. Ja, die 3024 ist jetzt da. Da kommen noch 4 aus Reusdorf. Oh. Ja, Reusdorf, 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 Reusdorf. Nun gibt Gas da, da, dam, da, da, dam, da, da, dam. In ein paar Sekunden kommt der Zug auf mein Schirm. Da, da, dam, dam. So, die 3024 haut wieder ab. Das Reusdorf war ja, wie ihr gesehen habt, relativ klein. Da braucht man nicht viel machen. Hier sieht es genauso aus bis jetzt. Aber was soll man machen? Man hat mal ein bisschen einen Unterschied hier. Man kann ein bisschen hin und her springen zwischen den Bahnhöfen, auch wenn sie sehr klein sind. Aber man hat auch seinen Spaß dabei, ne? Man kann sich ein bisschen zurücklehnen. Man braucht nicht viel machen. Man kann ein bisschen durch noch was machen. Gut im Multiplayer, wenn man häufig, sehr häufig was machen muss im Haus, da kann man zwischendurch aufräumen oder sowas, bis der nächste Zug kommt. Und bei den größeren, da muss man halt immer alle 3 Minuten dann plötzlich zum PC rennen. Das ist natürlich auch Mist, wenn man aufräumen muss. Aber naja. Kann man ein bisschen Staub saugen zwischendurch, wenn man hier zum Beispiel jetzt hier, naja gut, das lohnt sich noch nicht. Aber hier lohnt sich das, 10 Minuten jeweils. Hat man Zeit, da könnte man noch was schön machen, 10 Minuten lang. Zum Beispiel einen kurzen Quickie oder was auch immer. Oder kurz einkaufen gehen, wenn der Laden gleich nebenan steht. Muss man sich aber ein bisschen mehr beeilen. Denn bis man aus dem Haus raus ist, das dauert nochmal 3, 4 Minuten und dann, das wird nichts mehr einkaufen. Aber mein Laden ist ja eine Kilometer weit weg, das wird sich also nicht lohnen, einzukaufen. Aber vielleicht bei euch, wenn der Laden gleich direkt bei euch unter ist, ne? 26, 33, da lohnt sich auch nichts zu machen. 33, 49, das sind über 10 Minuten. Da hat man ein bisschen mehr Zeit. Da hat man wieder weniger Zeit hier. 11 Minuten nur. Ja. Jetzt kommt die 2036 rein. Gleich piept das wieder, klingelt das vielleicht. 2036, das ist der, der geht auf Gleis 2 wieder rein. Genau. Gleis 2 und dann geht er gleich weiter. Können wir ein bisschen beschleunigen, ne? Jetzt ist er da. Und die 6 Minuten möchte ich euch nicht hier zugucken lassen, so richtig, so langsam. Das ist ziemlich lang die Zeit, ne? Wie ihr seht. Der nächste ist ein TEEM. Der ist pünktlich bis jetzt. Da geht er schon rüber. Der ist gleich schon da. Noch 5 Minuten, mal gucken, wo er hingeht. Gleis 2. Können wir den auch gleich mal dahin fahren lassen, die 36. Das wird wieder so ein schnelles Spiel wie vorhin. Ach, was ist da denn? Den Ding, da wollte ich ihn hinhaben. Aber nee, warte mal. Ah, da muss ich hinklicken. Ich brauche ja gar nicht machen. Den muss ich machen hier, ne? Ja, Taktschaltung und einmal hier anklicken, dann haben wir wieder Ruhe. Ach, guck ich will da an. Ich Depp. Ich will den haben. So. So, die 36 kommt an. Danach kommt die 10 Minuten später den 41946. Das ist ein Güterzug, der geht auf Gleis 2 bestimmt wieder. Ja. Mal gucken, wann der erste auf Gleis 3 geht, beziehungsweise auf Gleis 6. Da geht schon die Weiche runter, wollte ich gerade sagen, die Schranke. Wir lassen wir ein bisschen schneller laufen mit vierfacher Geschwindigkeit. Weil ja mit nicht viel passiert, da kommt nur auf einer Seite immer einer. Gleich kommt der Güterzug um 26. Das sind wie gesagt noch hier weniger als 10 Minuten. 8 Minuten sind es ungefähr noch. 7.